So langsam aber sicher wird es immer wärmer und wärmer draußen. Das heißt, wir können die Poloshirts wieder aus dem Kleiderschrank rausholen. Und wie du die Dinger am besten stylen kannst, das verrate ich dir heute in diesem Video. Man muss ja erstmal verstehen und wissen, was überhaupt ein Poloshirt ist. Ein Poloshirt ist nämlich das Baby von einem T-Shirt und einem Hemd. Denn ein Poloshirt hat eine Knopfleiste und halt auch einen Kragen von einem Hemd. Also die Details sind von einem Hemd und alles andere ist von einem T-Shirt. Das ist ein Poloshirt. Und by the way, Leute, Poloshirts waren übrigens damals die Uniform von Polospielern, deshalb auch Poloshirts. Und der Herr Lacoste, da kennt man das Ganze, ja, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber der hat eigentlich die Poloshirts wirklich so richtig bekannt gemacht. Punkt. Ihr könnt das Poloshirt aus der Hose tragen, aber auch in die Hose reinstecken. Und wenn ihr das Poloshirt in die Hose reinsteckt, dann hat es einfach ein paar Vorteile. Erstens seht ihr dazu größer aus, wenn ihr das Poloshirt in die Hose reinsteckt, denn das Poloshirt verkürzt einfach euren Oberkörper und macht eure Beine einfach optisch etwas länger. Zweitens ist es auch einfach eleganter. Es sieht einfach gewollt aus, denn das Poloshirt hat natürlich sehr, sehr feine Merkmale von einem Hemd mit der Knopfleiste und mit dem Kragen. Und das Ganze sieht dann einfach etwas eleganter aus. Heißt, wenn ihr den Look einfach etwas eleganter haben wollt, dann steckt das Poloshirt einfach in die Hose rein. Das sieht aufgeräumter, eleganter aus und lässt euch einfach ein bisschen größer wirken. Punkt Nummer 2. Machen wir weiter mit dem perfekten Smart Casual Outfit und zwar mit der Chino-Polo-Kombination. Das wollte ich sagen. Leute, diese Kombination ist einfach perfekt, wenn ihr auf eine Veranstaltung müsst oder wenn ihr zum Beispiel ins Büro gehen möchtet. Mit dieser Kombination seid ihr einfach immer gut gekleidet. Egal ob bei der Geburtstagsfeier oder wie gesagt zur Arbeit, im Frühling bei einer Veranstaltung, wo es nicht zu schick sein soll, aber trotzdem elegant sein soll. Dazu ist diese Kombination einfach perfekt. Und bei der Kombination empfehle ich euch einfach auf dezente Farben zurückzugreifen, so wie zum Beispiel diese Kombination hier mit dunkelblau und einer beigen Chino. Das funktioniert wirklich immer. Wenn du nämlich zu schrille Farben wählst, dann kann das unter Umständen manchmal schwierig werden. Von daher, wenn du eine sichere Bank haben möchtest, nimm die Kombination, die du hier gerade siehst. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 3. Jeder, der schon mal ein Poloshirt anhat oder eins besessen hat, der weiß ganz genau, mit der Zeit kann es sein, dass der Kragen am Poloshirt sich einfach so ein bisschen aufrollt und das sieht einfach überhaupt nicht cool und überhaupt nicht gut aus. Um dieses Problem zu lösen, haben wir eine perfekte Option und diese Option nennt sich Magic Button. Der Magic Button ist ein von beiden Seiten klebender Silikonknopf und den kann man perfekt am Kragen des Poloshirts platzieren, sodass der Kragen am Ende des Tages wieder perfekt aussieht. Also der Magic Button ist auf jeden Fall ein Styling-Hack, den jeder Mann, der ein Poloshirt trägt, auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, denn der Magic Button ist nämlich vielseitig einsetzbar, nicht nur für ein Poloshirt, sondern auch zum Beispiel für eine Krawatte als versteckter Knopf etc. Alle Informationen zum Magic Button findet ihr in der Infobox. Könnt ihr euch einfach nach Hause bestellen. Ganz easy. Und dieses Teil wird euch tatsächlich das Leben retten, wenn ihr auch im Sommer und im Frühling Poloshirts tragen möchtet. Vierter Punkt. Du kannst ein Poloshirt perfekt mit einem Anzug kombinieren. Heutzutage kombiniert man ja auch schon Anzüge zusammen mit einem T-Shirt. Und wenn du einen Anzug zusammen mit einem T-Shirt kombinieren kannst, dann kannst du erst recht einen Anzug auch mit einem Poloshirt kombinieren. Denn das Poloshirt ist ja im Prinzip die elegantere Version von einem T-Shirt und mit einem Anzug kombiniert passt das perfekt zum Beispiel für einen sommerlichen Abend oder für eine sommerliche Abendveranstaltung, wo es nicht zu elegant sein soll, sondern einfach locker und lässig, aber trotzdem sportlich und elegant. Das Poloshirt lockert den Anzug-Look einfach so ein bisschen auf und wenn du eh viele Anzüge im Kleiderschrank hast, hast du auch einfach hier eine Option, die Anzüge einfach mal anders zu stylen, anstatt mit einem ganz normal klassischen Hemd und einer Krawatte. Dann hast du einfach nochmal eine richtig schöne Option, gerade dann, wenn es ein bisschen lockerer sein soll. Punkt Nummer 5. Du kannst ein Poloshirt perfekt mit eleganten Ledersneakern zum Beispiel kombinieren oder auch mit Anzugsschuhen. Das funktioniert wirklich perfekt. Ich meine, du kannst natürlich auch ein Poloshirt mit Sneakern, also mit ganz normalen sportlichen Sneakern kombinieren und das ganz sportlich stylen geht natürlich auch. Aber meine Empfehlung ist hier ganz klar, das Ganze einfach mit etwas eleganteren Schuhen zu machen. Denn so unterstreichst du einfach nochmal das Elegante von einem Poloshirt und das finde ich einfach in so einer Kombination einfach richtig passend. Und gerade wenn man das machen will, was ich gerade gesagt habe, heißt den Look einfach nochmal zu unterstreichen mit einem eleganten Schuh. Da ist es einfach wichtig, dass man einfach auch einen hochwertigen Schuh hat. Denn man sieht da direkt an dem Schuh, ist es ein hochwertiger Schuh, ist es ein schöner, ist es ein schönes Leder. Und von daher meine Empfehlung, wenn ihr das so kombinieren wollt, nehmt einen hochwertigen Schuh, damit ihr diesen ganzen Overall-Look einfach nochmal unterstreicht und das Elegante einfach nochmal sehr schön rausholen könnt. Aber Leute, ist kein Muss. Ganz sportlich, mit einem ganz normalen Sneaker, mit einem ganz normalen Turnschuh funktioniert das Ganze natürlich auch. Der letzte Punkt für heute ist die Kombination, ein Poloshirt mit einer kurzen Hose zu stylen. Funktioniert im Sommer perfekt. Wenn du mit deiner
liebsten zum Beispiel im Urlaub bist, auf Mallorca bist und abends vielleicht noch einen Drink nehmen möchtest, in einer Strandbar sitzen möchtest oder einfach abends noch was essen möchtest, zum Dinner ausgehst, dann ist so eine Kombination einfach eine Bank. Wenn du allerdings diese Kombination wählst, dann empfehle ich dir auch hier einfach eine elegante Uzu-Hose auszuwählen und keine Aloha-Shorts, Quicksilver-Style, wo du gerade aus dem Meer mit rausgekommen bist, sondern wirklich eine hochwertige Hose, damit du auch hier wieder diese diese Eleganz einfach nochmal wieder mit der kurzen Hose unterstreichst. Am besten kannst du dir so vorstellen, wenn du eine Anzugshose auswählst, die abgeschnitten ist, also die kurz gemacht worden ist, so eine Hose passt dazu perfekt. Zum Beispiel wie diese jetzt hier. Die hat hier zum Beispiel auch eine Bundfalte und die sieht einfach wirklich hochwertig aus in Kombination mit diesem schwarzen Poloshirt. Also Leute, ich freue mich jetzt schon auf den Sommer, auf die neuen Sonnenstunden, auf den Frühling, wenn wir jetzt die Poloshirts einfach wieder verhäuft anziehen können. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Poloshirt Stylen. Ich hoffe, ich konnte euch einfach mit diesem Video so ein bisschen Inspiration geben und wünsche euch jetzt in diesem Sinne ganz viel Spaß beim Poloshirt Stylen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.